Ja, nachdem meine letzten Videos im Moment alle noch im Ordner rumliegen und darauf warten, geschnitten zu werden, habe ich heute nochmal ein bisschen was hier an Gadget Review. Und zwar sieht man ja schon, dieses kleine Teil, das soll heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen werden. Das ist ein Münzzähler. Ja, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, ich nehme an, auf dem Video sieht man jetzt nicht so viel, aber ist bis 1 Euro Ladenqualität, so vom Plastik her und so. Aber gut, schauen wir da erstmal was wir haben. Wir haben hier oben, wie wir schon gesehen haben, einen Münzeinwurf, wo die Münzen reinkommen. Ein Display zeigt momentan relativ schwach die Uhrzeit an. Ein paar Tasten zum Bedienen. Hier an der Seite sind kleine Fenster, da kann man ins Innere zur Mechanik gucken. Hier unten sind die Röhrchen für die einzelnen Geldstücke. Und ja, das war's auch schon soweit. Hier hinten sieht man noch einen Stromanschluss, da komme ich gleich noch zu. Aber schauen wir noch das erste Mal auf die Innenseite. Und da ist dann Folgendes zu sehen. Man sieht zwei Battery Compartments, einmal für drei, ich glaube D-Zellen waren es. Und einmal hier noch ein kleineres für zwei AAA Batterien. Und das teilt sich so auf, die größeren Zellen sind für den Motor zuständig, der Zellen übernimmt, und die kleinen übernehmen das LCD und die Elektronik. Der Stromanschluss, den wir hinten haben, der schluckt 4,5 Volt bei, ich glaube, 500 mA und der steuert nur den Motor. Das heißt, auch wenn man den Strom anschließt, muss man trotzdem Batterien einlegen für die Elektronik. Die ist hier drüber nicht abgedeckt. Kann man relativ einfach nachrüsten, wenn man will. Ist nur ein kleiner Spannungsregler, sollte sich machen lassen. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal vom Original aus. Ja, zur Elektronik selber. Im unteren Bereich hatte ich schon mal aufgemacht, weil da hatte ich mir schon den ersten Defekt eingehandelt. Denn ja, der Stromanschluss, den wir hinten haben, der ist zu meinem Leidwesen nicht verpolungssicher. Und das hat mir den Umschalttransistor direkt mal um die Ohren gehauen. Gut, der Umschalttransistor ist jetzt weg. Ich brauche eh keine Batterien. Also schauen wir mal, was mir hier. So, wenn man dann beide ändert, kann man die Schraube aufdrehen und hier das Teil hochziehen. Und erhält man hier Einblick in diesen Zellmechanismus, beziehungsweise ein Teil davon. Das hier ist das, die Schale, in die die Münzen reinfallen. Die dreht sich, diese Scheibe hier. Und in den Mulden legen sich die Münzen ab, werden nach oben transportiert. Hier ist nochmal so ein kleines Plastikteil, was Münzen runterschiebt, die irgendwie nochmal oben drauf liegen. Dann fällt sie hinten durch in diese Rinne und dann laufen die, und dann laufen sie hochkant hier an der Seite einmal rund und werden gegebenenfalls in die Röhrchen aussortiert. Die Röhrchen selbst haben hier oben, wie man sieht, ja, von oben fallen die Münzen rein, haben aber nach hinten nochmal so eine Öffnung. Das hat den Sinn und Zweck, dass wenn das Röhrchen voll ist, die Münzen automatisch nach hinten durchfallen. Und das ist hier das Loch, hier ist nämlich mal so ein kleiner Raum und da landen alle Münzen, die nicht mehr gezählt werden konnten, weil die Röhrchen bereits voll sind. Ja, zum Zählvorgang selber, wie abläuft, habe ich jetzt ja schon technisch soweit erklärt. Die Elektronik zählt jedes Röhrchen einzeln, kann aber auch den Gesamtwert anzeigen, was natürlich schon irgendwo sinnvoll ist. Und die Elektronik erkennt auch, wenn das Röhrchen voll ist. Ich glaube, das geht aber nicht über eine Lichtschranke oder so, sondern anhand der der Zahl, die er gezählt hat. Das heißt, es sind da Maximalwerte eingetragen. Das heißt also, auch wenn das Röhrchen voll ist und die Münzen nach hinten durchfallen, zählt das Teil nicht weiter. Man kann die Münzen dann also, wenn man geleert hat, nochmal einwerfen. So, ich mache jetzt hier nochmal zu. Wobei, ja, lassen wir offen, kann man gleich auch ein bisschen mehr sehen. So, Strom ist jetzt angeschlossen und ich möchte dann noch kurz etwas zeigen. Und zwar, was ich noch nicht gezeigt habe, wie hier die Röhrchen entnommen werden können. Denn hier kann man wackeln, wie man will. Da tut sich nichts. Dafür ist dieser Knopf hier. Braucht man Strom für und dann passiert Folgendes. Boah, ganz modern. Ja, zu den Röhrchen selbst sind Plastikröhrchen. Hier unten haben sie so eine
Einkerbung. Damit wird verhindert, dass sie ins falsche Profileffekt. Damit sollte verhindert werden, dass sie ins falsche Loch gehen. Bei den meisten funktioniert das eigentlich auch. Und kann man dann so direkt ausschütten. Ja, nach innen fährt es auch wieder. Ich stelle hier gerade noch einmal ein und cleare das Ganze. Upp. Denn hier ist noch vom letzten Test was drin. Und ich sehe gerade, das geht so gar nicht. Juhu. Man muss also jedes Röhrchen einzeln löschen, wie ich gerade sehe. Gut, Amount 0 Euro. Hier kann man jetzt auch mal so eine Anzeige sehen, hoffe ich. Ja, so ein bisschen. Hier vorne sieht man, wir sind jetzt auf der 2 Euro Anzeige. 0 Münzen sind gezählt und das entspricht 0 Euro. So kann ich ja durchgehen, durch die einzelnen Werte, die er zählt. Wenn ich alle durch habe, zeigt er mir den Gesamtzähler an. So, ich schmeiß mal hier ein bisschen Geld rein. Und dann lassen wir das Ding mal zählen und schauen, was passiert. Die Münzen werden hochgefördert. Ist verdammt laut. Und er sortiert ein. Gut. Machen wir mal wieder aus. Schauen rein. Ist sogar leer. Hat also alles wunderbar funktioniert. Wir sehen hier 2 Euro Münzen. Mit einem Gesamtwert von 4 Euro. Ja. Irgendwie sind meine Batterien wohl ein bisschen schwach. Wir können jetzt hier durchgehen oder den Gesamtzähler uns anzeigen. 11,71 Euro. Juhu, ich bin reich. Ja, und wie gesagt, zum Rausnehmen muss man die Taste drücken. Und man kommt dann an die einzelnen Röhrchen dran. Jo, was soll ich dazu groß sagen? Nettes Spielzeug. Vielleicht jetzt qualitativ nicht so hochwertig, aber naja gut, kann man nicht allzu viel von erwarten. Preisklasse ist, glaube ich, hier bei den Geräten ein Putz.